WHO-Pandemievertrag, Inflation, die aussuffert, Massenzuwanderung an allen Ecken und Enden, brennt Europa, brennt Deutschland. Ja, und in dem einen oder anderen Haushalt, in der einen oder anderen Stadt beginnt es auch schon zu brennen. Heute in diesem Video werden wir uns anschauen, die großen geopolitischen Zusammenhänge und was auf uns noch alles zukommen wird. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und mein Name ist Deutsch Benjamin und heute, Hannes, gleich vorweg, da sind wir am Anfang von Invest in Best auch gestanden, hier in Tirol, haben wir wieder zusammengefunden, Hannes und ich. Und Hannes, wir sind immer überall in der Welt unterwegs und du warst jetzt sehr lange Zeit in den USA. Und heute haben wir gesagt, ja, es wird wieder Zeit, am Dienstag reden wir mal über die geopolitische Weltlage, über die politische Lage, was da eigentlich alles wirklich passiert derzeit. Und Hannes, ich möchte das Ganze heute ein bisschen anfangen mit einer Umfrage, die aktuell, die blenden wir jetzt ein, die bei Bloomberg stattgefunden hat. Wo die Frage ist, soll Präsident Joe Biden, ja, amerikanischer Präsident, nochmal zur Wahl antreten? Und 83% bei 40.000 Votes, was sehr, sehr viel ist, also 40.000 Abstimmungen, haben gesagt, nein, er soll nicht mehr antreten. Deswegen, Hannes, gleich die Frage hier heute zu Anfang des Videos, wie zur Hölle kann das sein, dass Joe Biden erstens wieder antretet und zweitens, wie kann der jemals eine Wahl gewinnen? Das muss man ja sich die Frage stellen, oder? Also Benjamin, wie er jemals eine Wahl gewinnen können, das weiß ich nicht. Da müssen, glaube ich, da müssen wir Dominion Wahlmaschinen und ähnliche Institute befragen dazu. Aber eine Sache ist schon klar. Wie gesagt, ich bin jetzt vor euch nach Europa retour geflogen, bin über sehr viele Freunde in den USA besucht, sehr viele Geschäftspartner besucht, sehr viele Leute gesehen und da fällt eines schon auf. Es gibt Demokraten, es gibt Republikaner, es gibt Menschen, die der ganzen grünen Welle was abgewinnen können, es gibt Menschen, die sehr eher konservativ veranlagt, aber niemand im Land, den ich zumindest getroffen habe, steht wirklich entschlossen hinter Joe Biden und niemand wünscht sich Joe Biden als Präsident. Er ist weder ein Problemlöser noch ein Mann, der in der Stunde, wo die Welt im Umbruch drinnen ist, der eine gewisse Führungsrolle einnehmen kann. Und da muss man einfach ganz klar sagen, ich verstehe es nicht, wie die Demokratische Partei ihn wieder an die vorderste Front setzen kann. Aber Benjamin, wie wir in den letzten Wochen auch gesagt haben, letzte Woche von unseren Mitgliedern wissen Bescheid, ich persönlich glaube nicht, dass Joe Biden bei der Wahl nächstes Jahr 2024 antreten wird. Ich denke, er wird jetzt vorgeschoben, damit er die Angriffe von den Republikanern und anderen abfangen kann und dann wird er zeitnah aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten, bevor dann ein neuer Kandidat aus dem Hut gezaubert werden wird, der dann unbescholten ins Rennen steigen wird. Bleiben wir noch kurz in den USA. Was man in den USA sieht, und die USA ist in vielen Bereichen vorlaufend, also das sieht man einfach, was dann wenige Monate später nach Europa kommt. Das ist nicht nur bei der Werbung so, sondern natürlich auch bei Inflationszahlen, bei Armut, bei allem drum und dran. Und da sieht man schon, dass natürlich in vielen großen Städten in der USA mittlerweile es für viele Menschen sehr schwierig wird, ihr tägliches Leben zu berappen, zu bezahlen. Ja. Und da natürlich schon das zu massiven Ausschreitungen, ja, in einer polarisierenden Welt kommt. Es gibt Abtreibungsdemonstrationen pro und contra. Also alles Themen, die enorm emotionalisieren, ja, werden momentan aus dem Hut gezaubert und werden eigentlich bewusst ins Volk irgendwo reingestreut, damit man eben schön spalten und teilen kann. Und dazu noch ein Satz, was momentan auch sehr auffällig ist, und zwar Joe Biden, ich habe es eingangs gesagt, der Pandemie, der WHO-Pandemievertrag. Man muss eine Sache verstehen. Die WHO, eine NGO, eine Not-Government-Organisation, von keinem Staat sozusagen abhängig, ja, möchte jetzt einen Vertrag auf die Menschen, auf die Staaten ausrollen, der die Staaten entmachtet, der den nationalen souveränen Staat in Anführungszeichen entmachtet, um dann von oben herab in einer Gesundheitsnotlage, in einer Klimanotlage und wer weiß noch alles, ganz klar alles zu orchestrieren und zu delegieren. Und da ist Joe Biden einer der Frontmänner, der das Ganze in Turbotempo durchpeitschen will, der das Ganze auch für die USA ausrollen will. Und da frage ich mich schon, was steht im Hintergrund für eine, ja, ich muss es sagen, teuflische Agenda, wenn die Sponsoren dieser WHO, dieser unhinterfragten Institution, die von niemandem hinterfragt werden darf, Jacinda Ardern wird da ein Vorbild machen, die jetzt übrigens nach Harvard geht zu unterrichten, um neues Humankapital heranzuziehen. Aber man muss sagen, dann ist schon eine Sache komisch, wenn Bill Gates, die Bill und Melinda Gates Stiftung, Hauptprivatsponsoren von diesem ganzen Verein ist. Der nächste Sponsor Gavi, wiederum eine Institution von Bill Gates. Ja, dann weiß man schon, wo die Reise hingeht. Und wenn ich dann dem Ganzen das sponsern lasse, was am Ende des Tages rauskommt, ja, dann weiß man, was aber auch für ein Spiel gefahren wird. Und da sehen wir uns einfach massiv konfrontiert in den nächsten Jahren. Ja, es ist ja auch, Hannes, du weißt es ja, lebe ja in der Schweiz. Ja, und auch in der Schweiz natürlich ist große, große Sorge vor diesem WHO-Pandemie-Pakt, wo natürlich auch bei der Schweiz das Thema ist, ja, dass man da mitmacht. Und das würde eben, also damit ihr das alle versteht, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass wir
eine supranationale Organisation haben, also die über allen Staaten quasi steht, die installiert wird, um quasi alle Länder auf dieser Welt gleichermaßen zu behandeln, in dem Fall zu regieren. Und das ist ja eben das Problem, die Weltregierung, großes Thema natürlich, auch unter den Verschwörungstheoretikern, Hannes, dass hier eine Weltregierung aufgebaut wird. Das Ziel ist der globale, totale Turbo-Kommunismus eigentlich, wo alle Länder, alle nationalen Rechte ausgesetzt werden und quasi eine Institution über alle regiert. Das ist ein großes Problem, Hannes. Wir haben ja natürlich auch die Corona-Geschichte hinter uns, Hannes. Bin sehr dankbar, mit dir hier stehen zu können, jetzt auch irgendwie frei. Wir können danach einen Kaffee trinken gehen, wir können in Bars wieder gehen, können normal was trinken gehen. Aber Hannes, das nächste, was ja dann gekommen ist, ist der Ukraine-Krieg. Ja? Und jetzt haben wir dieses riesen Propagandaspiel, was aktuell, also wir sind ja wirklich von einem Propagandaspiel ins neue Propagandaspiel, jetzt Ukraine, Ukraine-Krieg und Putin und Russland gekommen. Und Hannes, die Frage ist ja wirklich, wie geht es da weiter? Weil wir haben viele Videos schon gemacht, unter anderem auch über Uranium, ja, und ob das Ganze eventuell in einen Atomkrieg endet. Jetzt mal ganz ehrlich die Frage an dich, Hannes. Glaubst du, dass wir einen Atomkrieg sehen werden, der wirklich in die Eskalation führt? Oder was wird da kommen? Weil mir kommt schon irgendwie so vor, also wie gesagt, ich bin kein Profi jetzt in der Politik, Geopolitik, wie du es bist, aber mir kommt vor, dass da ganz bewusst mit dem Thema atomnukleare Gefahr massiv gearbeitet wird, um die Menschen wieder in die Angst zu bekommen, weil am Ende des Tages, Hannes, nach dem Pandemie-Zeug, ja, muss man ja die Menschen weiterhin in der Krise, über die wir so viel sprechen, weiterhin in der Angst halten. Und irgendwie wäre das doch perfekte Mittel, oder? Ja. Benjamin, es ist 1,5 Jahre her, da haben wir unsere Woche jetzt gesagt, die atomare Angst wird nach Europa zurückkehren. Und da sind wir auch belächelt worden dafür. Wir haben es klar gesehen, dass dieses ganze Szenario der atomaren Bedrohung für Europa aufgebaut wird. Jens Stoltenberg hat sich tief in die Karten blicken lassen, wenn man versteht, was Kommunikation bedeutet, dass diese Angst auf Europa kommen wird, dass es in seinen Agenten abgehandelt wird. Jens Stoltenberg hat den Konflikt vorbereitet, der nächste, und das steht in Kürze an. NATO-Generalsekretär, das wird wahrscheinlich im Juni oder ist wahrscheinlich schon entschieden, aber im Juni wird es dann einen Schritt weitergehen, wird dann diesen atomaren Krieg auch führen, irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Eines muss man sagen, wenn man die Stufen der atomaren Bedrohung und des atomaren Kriegs irgendwie anschaut, ja, dann sind wir auch schon ein Stück weit in diesem atomaren Krieg drinnen. Denn die atomare Bedrohung ist sehr real geworden für Menschen. In Moskau, in New York, in vielen anderen Teilen der Welt, in London, haben die Menschen bereits auf ihre Handys Alerts bekommen, dass ein atomarer Anschlag in Kürze bevorsteht. Ja, es waren Hacks, es waren Fehlalarms etc. Aber es waren reale Bedrohungen, die Menschen in ihre Köpfe gespielt bekommen haben. Genauso wie in den Medien bekommen wir das Ganze in die Köpfe gespielt. Also einen medialen Atomkrieg haben wir bereits. Ob das Ganze jetzt noch weiter eskaliert, und wir sehen die weitere Eskalation, wenn Großbritannien, UK, Uran abgereicherte Munition in die Ukraine liefert, um gegen Russland vorzugehen. Großes Thema aktuell übrigens. Dann haben wir auch einen realen Einsatz dafür. Und natürlich wird Russland mit Spezialangriffen irgendwo auch reagieren müssen. Und die dritte große Eskalation, ich weiß nicht, ob wir die über Europa sehen, in Osteuropa sehen, ich denke nicht persönlich, aber eines muss man sagen, wenn wir noch in den Iran schauen. Der Iran hat unterirdische Drohnen, Waffen etc. Die sind meterdicker Stahlbeton, darüber Bergkulissen, die kann man nicht einfach so sprengen mit einer herkömmlichen Bombe. Also der Iran hat sich für diesen Krieg sehr, sehr gut vorbereitet, auch mit Hilfe von Russland und auch mit Hilfe von Asien, von China, muss man ganz klar sagen. Aber dieser Iran wird nur atomar angegriffen werden können. Man kann den Iran nur treffen und die Waffen mehr oder weniger vom Iran vernichten, wenn ein atomarer Schlag gegen den Iran eingesetzt wird. Ob wir das medial jemals hören werden oder nicht, weiß ich nicht, aber das sind definitiv diese Punkte, die zeitnah, und da rede ich jetzt von den nächsten 3-4 Jahren, abgeweitet werden und die uns alle irgendwo auch schwer betroffen werden machen werden. Das ist, glaube ich, Hannes, eben, wir haben ja über den Iran ganz, ganz viel schon berichtet. Wir haben über den Iran sogar vor 4 Jahren schon, 2019, haben wir auch in Seminaren darüber gesprochen, dass der Iran ein Riesenthema wird im nächsten Konflikt. Und die Leute müssen einfach wissen, Hannes, in welcher Phase befinden wir uns aktuell, in welcher extrem gefährlichen Phase sich die Welt auch befindet. So gefährlich wie, ja, überhaupt wahrscheinlich noch nie. Selbst die Kuba-Krise war wahrscheinlich noch nicht so gefährlich wie das, was heute hier vor uns ist. Und natürlich, Hannes, die wichtigste Frage ist natürlich, was kann ich heute tun? Ja, wie kann ich mich wie soll ich auf das reagieren, was jetzt kommt? Ich glaube, die Lösung, die suchen ja so viele Menschen und deswegen schauen ja viele dieses Video jetzt an. Was kann man jetzt gezielt tun, um mehr oder weniger sich die nächsten Jahre nicht komplett wahnsinnig auch zu machen? Weil,
Genau, ja. Ganz einfach. Zwei Dinge sind es im Grunde. Das eine, ein offenes Herz und ein offener Verstand. Ein offenes Herz, irgendwo auch den Mitmenschen nach wie vor noch irgendwie zuhören, sehen, wo die eigenen blinden Flecken sind und auch das Soziale, das Menschliche nie ganz vergessen. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und auch natürlich auch einen offenen Geist zu haben, die Dinge zu hinterfragen. Wenn beispielsweise, als Beispiel Finnland, die Finnen jubeln und freuen sich, dass sie jetzt NATO-Mitglied sind und die russische Bedrohung endlich hinter ihnen liegt. Es hat nie eine russische Bedrohung gegeben für Finnland. Für Finnland war niemals von Russland irgendwo in irgendeiner Phase der letzten Jahre von Russland bedroht. Und trotzdem freut sich jetzt jeder, dass er mit Fähnchen in der Hand, dass er NATO-Mitglied ist. Ja, Wahnsinn. Was für ein Blödsinn. Die NATO treibt Finnland in einen Konflikt hinein, wo es nicht um Finnland, nicht um Russland, sondern um die Arktis, um die Rohstoffe in der Arktis geht. Ja. Die USA, die NATO haben keine Eisbrecher, haben einen Eisbrecher, haben keine Möglichkeiten, dort Fuß zu fassen. Finnland hat das Know-how und die Ausrüstung für die Arktis. Deswegen hat man Finnland mit rein ins Boot geholt. Und das sind die einfachen Wahrheiten. Und da müssen wir hinschauen. Deswegen offener Geist und offenes Herz. Und die zweite Sache, einfach Benjamin, was man auch klar sagen muss, ins Tun kommen. Ich bin hierher gefahren, wo wir jetzt reden da, ich bin über die Brennerautobahn gefahren und ich spiele einen kurzen Video, ein Spieler ganz schlecht, ich habe Auto gefahren und das irgendwie gefilmt. Wir sind hier in Österreich, in einem neutralen Staat. Österreich ist sehr stolz auf seine immerwährende Neutralität. Und dann schaut man sich an, was da durch Österreich auf der Brennerautobahn heute rollt. Video ab. Das neutrale Österreich zeigt sich von der besten Seite. Wow, Hannes. Und da bleibt kein Auge trocken, sage ich einmal. Militärfahrzeuge, unklar, was da transportiert wird. Container, wo Sprengstoffsymbol drauf ist. Da weiß jeder, was da drinnen ist und was auf österreichischen Straßen uns alle gefährdet. Und das meine ich nicht, dass es zu einem Unfall kommt, sondern da meine ich einen größeren Aspekt im Hintergrund. Und da sollten wir endlich erkennen, was passiert. Offenes Herz, offener Geist und dann gemeinsam ins Tun kommen. Und ins Tun kommen können wir damit, dass wir uns Bildung aneignen und dann am eigenen Erfolg arbeiten. Fangen wir nicht an, vom Staat zu fordern, was wir alles haben wollen und was die Politiker alles falsch machen, sondern fangen wir an, es richtig zu machen. Fangen wir an, Erfolg zu haben. Fangen wir gemeinsam an, was aufzubauen, was größer ist als diese nationalen Staaten, als dieses kleinkarierte Denken, das uns alle in den Abgrund fordert, an das Denken mehr oder weniger, was ich alles bekommen kann, sondern eher an das Denken, was kann ich in dieser Welt reingeben. Ich glaube, wir Menschen stehen aktuell wirklich vor einem riesen Wendepunkt in der Geschichte, weil am Ende des Tages haben wir so viele Jahrzehnte vertraut. Unsere Eltern haben so viele Jahrzehnte vertraut, dass alles gut wird und mittlerweile stehen wir jetzt da. Ja, wir, junge Generation, Millennial-Generation, steht jetzt da und muss jetzt irgendwie die Dinge auch lösen. Und ich glaube, es ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, eben wie der Hannes schon sagt, Bildung, sich aneignen, was derzeit passiert. Man soll wirklich durchschauen, nicht nur das nehmen, was uns die Medien geben, die Propaganda einfach sacken lassen, sondern wirklich hinweg durchsehen, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert wird. Und leider, es ist einfach so, die Politik möchte ganz klar spalten. Das ist so, das hat sie bewiesen, Hannes, die letzten 3 Jahre. Sie möchte spalten, um eben uns zu regieren. Und ich glaube, wie gesagt, das ist kein Problem. Die Politik darf regieren, wenn sie fair spielt. Aber wenn jemand unfair spielt, dann muss man natürlich schon, wie soll ich sagen, das Scheitelholz, sagt man in Tirol, zwischen die Füße hauen. Und Hannes, ich glaube, uns stehen spannende Jahre bevor. Spannende Zeiten bevor, Zeiten natürlich, die auch sehr, sehr chancenreich sind. Das darf man nie vergessen. Die Zeiten, wo so viel umbricht, wo so viel Turbulenzen entstehen, sind auch Zeiten, wo andere Generationenvermögen geschafft haben. Und Hannes, da spezialisieren wir uns natürlich auch ganz, ganz genau drauf. Deswegen schaltet auch am Donnerstag drauf ein, weil am Donnerstag gibt es dann eben wieder ein Video über die Märkte und da sprechen wir auch mal ganz persönlich jetzt, was wir derzeit tun, wo wir derzeit die größten Chancen sehen. Und deswegen würde ich sagen, Hannes, ja, die Generationenzyklen, die schlafen, wie wir alle wissen, Gott sei Dank auch hier in Österreich ganz bestimmt nicht. Das Video unbedingt jetzt sofort teilen und möglichst alle Kontakte senden und alle Freunde und alle Menschen, die man irgendwo aufwecken will, das Video jetzt senden, sofort teilen und natürlich Glocke machen, Kanal abonnieren und natürlich gerne auch drunter schreiben, was ist euer Ansatz, wie wir diese Welt jetzt ein Stück weit besser machen können. Ja. Wir bei Invest in Best nutzen auf alle Fälle die Chancen Perfekt. In dieser epochalen Hannes, Zeit. Hannes, war super in dem Sinne. Schöne Grüße aus Österreich, Leute. Tschüss. Tschüss.